Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch gemeinsam ein Workout für eure Rückenmuskulatur und für deine Gesäßmuskulatur machen. Wie immer gilt, sei gut aufgewärmt, hab was zu trinken dabei und bitte achte auf dich und geh nur so weit, wie es für dich in Ordnung ist. Zieh natürlich durch, aber wenn du merkst, okay, ich brauche jetzt erstmal kurz eine Pause, dann mach natürlich eine Pause. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und dann geht es auch schon los. Wir bleiben auf der Matte und gehen in den Vierfüßerstand. Zieh die Bauchdecke nach innen. Wir machen erstmal ein bisschen Mobilisation für unsere Wirbelsäule. Atme ein, rund und aus. Ein und aus. Ein und aus. Atme ein und aus. Ein. Vier noch, drei, zwei und Achtung, zieh die Bauchdecke nach innen. Jetzt Becken kippen, einmal nach oben, einmal nach unten. Also Lendenwirbelsäule aktiv anspannen, lösen. Anspannen, lösen. Beweglichkeit im unteren Rückenbereich und natürlich auch Hüfte, Beckenboden aktiv. Noch vier, drei, zwei und verlagere dein Gewicht nach hinten, atme ein. Atme auf, komm nach vorne und wieder zurück. Nochmal einatmen, ausatmen, einatmen, aus. Und tief und zurück. Tief und zurück. Nochmal tief und zurück. Letzte Runde, tief. Und bleib hier. Achtung, nimm deinen rechten Arm nach oben, dein linkes Bein nach hinten. Halte, zieh die Bauchdecke nach innen, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Halte die Balance und setz kurz ab. Wechsel die Seite. Schultern tief, Bauchnabel nach innen, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und absetzen. Noch einmal nach hinten, nach vorne, zurück und nochmal. Und noch eine Runde. Von hier aus kommst du nach oben in den herabschauenden Hund. Bleib einmal hier. Auch gerne kannst du mit den Fersen aktiv in die Matte hinein, jawohl, sodass du auch schön die Dehnung der hinteren Oberschenkelkette spürst, vertiefe nochmal die Bauchdecke, halte den Kopf zwischen deinen Armen und jetzt komm in die sogenannte Brücke oder ins Brett, bleib hier, vertief die Bauchdecke, schieb dich vor und zurück auf den Fußspitzen. Jawohl. Und setze wieder ab. So, ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen aufgewärmt, so ein bisschen Mobilisation. Dann gehen wir jetzt einmal in die Kräftigung, sodass wir auch ein bisschen ins Schwitzen kommen. Okay, rechter Arm, linkes Bein und wir ziehen einmal diagonal den Ellbogen zum Knie. Zehnmal. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Von hier aus abstützen und auf, in, in. Out, out, in, in. Pep. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Achtung, gleiche Seite, rechter Arm, linkes Bein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, abstützen und öffnen, öffnen, schließen, schließen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Letzte Runde. Rechter Arm, linkes Bein und einrollen, strecken. Dein linker Arm ist leicht gebeugt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, jetzt wird es ein bisschen anstrengender. Wir springen. Auf, zu, auf, zu. Weiter. Schön. Okay. Und absetzen. 20 Mal. Öffnen und schließen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, geschafft. Sehr gut. Letzter Durchgang. Rechts, links und einmal. Jawohl. Lass den Arm am Kopf. Kopf nach unten in Verlängerung der Wirbelsäule. Abstützen. Letzte Runde für uns. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gut gemacht. Verlager dein Gewicht. Atme tief ein und aus. Lass die Schultern locker.
Stehbauchlage. Leg deine Stirn auf deine Hände nieder. Verankert euer Schambein fest mit der Matte. Und dann für den unteren Rücken heben wir den Brustkorb hoch und tief. Kopf bleibt auf den Händen liegen. Auf geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, fünf noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Kopf bleibt liegen, heb die Beine und auf und zu, auf und zu, auf und zu. Oberschenkel weg von der Matte, öffne und schließe. Schaffen wir. 4, 3, 2, absetzen. Und wieder. Oberkörper heben und senken. Auf geht's. 1, 2, hoch. 10, 5, 4, 3, 2, absetzen. Hebt die Oberschenkel auf. Öffnen, schließen. Zehn hast du. Noch 10 Stück mehr. Hoch die Beine. Jawohl. Gut. Hoch, hep, 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 absetzen. Und wieder Oberkörper, letzter Durchgang. Zieh hoch. Bringe den Brustkorb hoch. Und absetzen. Noch einmal die Beine. Auf und zu. Wir schaffen noch 10, 9, 8, 7. Oberschenkel hoch. 6, 5, 4, 3, 2 und absetzen. Sehr gut gemacht. Stütze dich in den Unterarmstütz. Bleib hier. Bleib du erstmal auf deinen Knien. Wir machen den sogenannten Serratus Push-Up. Für deine Schulterblätter. Das heißt, Schulter, Ellbogen, eine Höhe. Du kannst die Stufe 1 oder Stufe 2 wählen. Stufe 1, Beine sind gewinkelt. Stufe 2, Beine sind gestreckt. Okay, das heißt, Schulter, Ellbogen, eine Höhe, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Bringe jetzt deinen Brustkorb in die Matte und dann die Schulterblätter ganz weit nach oben schieben. Einsinken, öffnen, tief, hoch. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt komm in den Unterarmstütz und heb die Beine im Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wieder absetzen. Verlager kurz dein Gewicht nach hinten, atme tief ein und aus, locker deine Schultern. Zweite Runde. Entscheide für dich, mit gestützte Knie, also auf dem Knie, in den Serratus, Push-Up oder Beine lang. Einmal tief, hoch. Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. Und in den Unterarmstütz, Beine im Wechsel heben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und noch einmal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jawohl. Entspannen kurz, Schultern lockern. Starten wir die letzte Runde. Serratus Push-Up. Achtung. Tief hoch. Tief hoch. Tief hoch. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und noch einmal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, geschafft! Sehr schön! Mach dich klein und rund. Lass die Schultern locker, atme tief ein und aus. Begib dich in die Rückenlage. Jawohl. Und dann stellen wir ungefähr die Beine hüftbreit geöffnet. Füße nebeneinander, Kinn weg vom Brustbein. Und dann heben wir unseren Gesäß oder unser Gesäß hoch und tief. Auf geht's. Hoch, tief. Schön nach oben. 8, 9, 10. Noch ein bisschen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, absetzen, Wirbel für Wirbel, in Kombination für den Popo noch ein bisschen, rechtes Bein über das linke, Arme zur Decke, Schultern tief, push und push und push und push, 5, 6, bleib gerade, 8, 9, 10, nochmal 10, 9, gut, 8, hoch den Po, 7, Schultern runter, 6, 5, 4, 3, 2, absetzen, wechsel die Seite, und hoch, tief. Hoch, tief, hoch, tief. 5, 6, Schultern tief. Hoch den Po, kommt. Jawohl. Erster Durchgang. Und absetzen, jetzt ohne Arme und ohne Beine, hoch und tief. 10, 9,
Achtung, wechseln wir wieder. Erst das rechte Bein über das linke Arm, senkrecht zur Decke, hoch den Po. Eins, zwei, denk dran, Schulter tief, Kinn weg vom Brustbein, langer Hals. Jawohl, und Gesäß hoch. Zehn, neun, acht, bleib gerade, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, gut gemacht, wechsel zur anderen Seite, Achtung, und push, push, drei, vier, denkt an eure Schultern, locker lassen, langer Hals, Bauchnabel immer nach innen, hoch den Po, genau, und 10, 9, push, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jawohl, letzte Runde, und 10, 9, gehen weg vom Brustbein. 4, 3, 2, yes. Achtung, rechtes über das linke Bein. Arm hoch und push. 20 Stück. Hoch. Jawohl. So, und die letzten 10. 9. 7, 6, 5, 4, 3, 2, wechsel die Seite und go. Last time. Let's go. Jawohl. Jawohl. Kommt. Denkt daran, Schultern locker lassen. Und hoch den Popo. Noch 10 Schaste. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und absetzen. Gut gemacht. Sehr schön. Von hier aus drehst du dich wieder in die Bauchlage. Mach mal eben noch meinen Schuh wieder zu. Denn wir kommen zum Mountain Climber. Also das heißt, ein bisschen Herz-Kreislauf-Aktivierung zwischendurch. Stütze dich ins Brett, Schulter, Ellbogen in eine Höhe und wir ziehen im Wechsel schnelles Tempo die Beine an den Oberkörper. Auf geht's! Zehn, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, geschafft. So, von hier aus fange ich erstmal mit dem rechten Bein an. Ich lege das jetzt von hier aus schön zur Seite. Verlagere mein Gewicht so ein bisschen nach links. Bleib immer hier fest in der Körpermitte. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Wir heben jetzt das rechte Bein. Von hier aus, twisten über das linke, kommen wir nach oben. Jawohl. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Bleib hier und gehe nochmal 10 mal hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön gemacht. Ich drehe mich auf die andere Seite. Ihr könnt so bleiben. Und heben, twist vor. Vier,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, erste Runde und 30 Mal die Beine im Wechsel an den Oberkörper. Auf geht's. 10, 20, 30, absetzen, rechtes Bein, raus und heben, twist, vor, twist, vor, twist, vor, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halten und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Geschafft. Zweiter Satz, linkes Bein. Und 1, 2, 3, 4, 10 und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, gut gemacht. Letzte Runde. Locker. 30 Mal. Und los. 10. 20. 30. Okay. Rechte Seite. 1, 2, 3. Schön oben lassen das Bein. Bauch fest. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Gut gemacht. Das zieht ordentlich, aber schön. Okay, jetzt letzte Runde. Links. Und wir starten. 1, 2, hep. 5, 6, 7, 8, 9, 10, und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ah, gut gemacht, super. Entspann dich kurz, atme tief ein und aus. Und dann gehen wir nochmal in die Bauchlage für den Rücken. Öffne die Arme in ein V, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. So. Schwimmen ist super gutes Rückentraining. Wir machen jetzt Trockenschwimmen. Und zwar in einem schönen, großen Bogen. 10 bis 15 Durchgänge. 3 Durchgänge hintereinander, also 3 Sätze. Achtung, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Wir schwimmen an den Körper und wieder nach vorne. 1, 2, 3, 4. Brustkorb weg von der Matte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, noch 5 Züge, 5, 4,
Jawohl. Arme zur Seite. Stirn leicht ab, also erstmal ableg deine Stirn. Dann heb die Arme. Heb leicht den Oberkörper. Heb die Schultern. Senke. Heben, senken. Heben, senken. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurze Pause, locker deinen Oberkörper. Schwimmen 15 Züge. 1, 2, 3, 4. Immer schön nach unten schauen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ablegen. Arme zur Seite. Leicht die Stirn von der Matte. Heben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Geschafft. Kurze Verschnaufpause. Letzter Durchgang. 15 Mal schwimmen. Und es geht los. 1, 2. Schön oben bleiben. Sieben, acht, neun, zehn. Du schaffst noch 5 Züge. 4, 3, 2 und absetzen. Kurze Pause. Stirn ablegen, Arme zur Seite und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jawohl. Sehr schön. Komm wieder nach oben. Einmal kurz mobilisieren, einmal lockern. Jawohl. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und dann kommen wir nochmal in den Unterarmstütz. Nehmen nochmal das rechte Bein lang nach hinten raus. Bleib hier. Bleib Oberkörper aufrecht, Schulter, Ellbogen, eine Höhe. Heb das rechte Bein. Winkel das rechte Bein. So. Wir gehen nochmal so richtig in die letzten Minuten, bis es brennt. Jawohl, bis es brennt. Das heißt, für unser Gesäß gehen wir tief und hoch, tief und hoch, tief und hoch, tief und hoch. Jawohl. Und feste Körpermitte, push nach oben, jawohl. So, und jetzt bleib mal oben und hier, nochmal hoch. Kick, kick, kleine Push-up, jawohl. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und es geht wieder tief und hoch, tief und hoch, tief und hoch. Schön hoch das Bein. Bauch fest und weil es so schön war, nochmal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und es geht tief. Na, brennt es schon? Ja, was? Ich höre euch nicht. Kann euch leider nicht hören. Deswegen machen wir noch ein bisschen. Jawohl, ich weiß, dass ihr das schafft. Ihr könnt das sehr, sehr gut.
So, los. Letzter Durchgang. Push, push, push. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geschafft. Ach, herrlich. Einmal nach hinten. Okay. Zweiter Durchgang. Andere Seite natürlich. Ich drehe mich. Kann man das besser sehen. So. Linkes Bein. Okay. Auf geht's. Out. Push. Und schön hoch. Genau. Halt den Oberkörper immer stabil. Und jetzt halten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und es geht tief. Hoch, tief, hoch. Jawohl. Und hoch. Ja, 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 immer noch ein bisschen höher. Und wir pushen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jawohl. Und es geht tief. Immer noch. Push. 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 Push, komm hoch. Gleich geschafft. Ich sag dir, es ist brennt. Und jetzt nochmal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Gut gemacht. Wunderbar. Absetzen. Tief ein- und ausatmen. Gut. Bleib hier. Und jetzt setz dich mal so ein bisschen nach links. Wieder zurück nach rechts. Und wieder in die Mitte. Mach dich nochmal klein und rund. Schultern locker lassen. Einmal in die aufrechte Position. Bleib hier. Zieh die Schulterblätter nach vorne. Senke den Kopf. Arme nach außen. Greife hinten Brust raus und lass die Schultern tief. Dann gehst du noch einmal in die Rückenlage, rechtes Bein über das linke, greifst einmal durch, damit wir für den Po noch eine schöne Dehnung machen. Kannst auch gerne mal auf das, die Stretching-Videos gehen, Dehnung. Auch mal eine super Abwechslung zwischendurch. Einfach mal wechsel die Seite, die Faszien dehnen. Beweglichkeit schafft Lebensqualität. Und zieh schön rein. Spür die Dehnung im linken Gesäß, in der linken Seite. Atme tief ein und aus. Und dann Arme ganz locker, die Beine noch ein bisschen nach rechts und links schaukeln. Jo, sei stolz auf dich. Du hast ein super Workout, sehr gut mitgemacht. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart.
Und ja, in diesem Sinne, schaut gerne mal die anderen Videos an. Wenn du Lust hast, abonniere meinen Kanal, würde mich freuen. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Eure Cindy. Ciao.